Herzlich willkommen bei 59 Plus. Mein Name ist Petra Tannhäuser. Ich bin Fitnesstrainerin aus Düsseldorf und ich freue mich, Ihnen heute wieder ein paar kleine sportliche Übungen zu zeigen. Wir fangen in der Grundstellung an, das heißt Füße hüftbreit geöffnet, locker in den Knien, Becken in der neutralen Position und den Bauch ziehen wir fester ein. Das heißt, wir ziehen den Bauchnabel zur Wirbelsäule, wir spannen die Bauchmuskulatur an. Die Schultern sind ganz locker und den Blick richten wir nach vorne. Zunächst atmen wir einmal ganz tief ein und wieder aus. Tief einatmen und alle Luft wieder rausgeben. Nun nehmen wir die Arme nach oben, bleiben weiterhin locker in den Schultern, atmen tief ein und beim Ausatmen nehmen wir den rechten Arm nach vorne und zeichnen einen großen Kreis. Atmen wieder ein und beim Ausatmen nehmen wir den linken Arm nach vorne, zeichnen einen großen Kreis und kommen wieder hoch. Das Ganze wieder rechts. Tief einatmen und ausatmen, hoch. Einatmen und ausatmen, andere Seite, hoch. Wieder tief einatmen und aus. Und ein letztes Mal der andere Arm. Tief einatmen und ausatmen. Und nun das Ganze in der anderen Richtung. Das heißt, wir atmen wieder tief ein, nehmen den rechten Arm jetzt nach hinten. Einen großen Kreis und kommen wieder zurück. Tief einatmen und ausatmen, der andere Arm. Und wieder rechts und wieder links. Jede Seite noch einmal. Einatmen und aus. Einatmen und aus. Jetzt lösen wir mal die Arme, schlagen die Arme locker auf, lockern uns nochmal und bauen die Spannung wieder auf. Das heißt, Bauch einziehen und die Arme nehmen wir nach oben. Jetzt versuchen wir das Ganze gleichzeitig mit beiden Armen. Müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Das heißt, wir atmen tief ein und beim Ausatmen nehmen wir den rechten Arm nach vorne, den linken nach hinten und kommen wieder nach oben. Versuchen wir nochmal. Tief einatmen und beim Ausatmen rechts nach vorne, links nach hinten, wie zwei Windmühlen und wieder zurück. Nochmal. Es gelingt nicht immer beim ersten Mal, aber einfach dabei bleiben. Tief einatmen und konzentrieren. Rechts nach vorne, links nach hinten, großer Kreis und wieder zurück. Wir lockern nochmal. So, und da uns das jetzt schon so gut gelungen ist, versuchen wir das nun mit der anderen Seite. Das heißt, tief einatmen, ausatmen, links nach vorne, rechts nach hinten. Und nochmal, links vor und rechts. Ein letztes Mal, links vor, rechts zurück und wir kommen hoch. Und wir lockern. Und ich hoffe, diese kleine Übung hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim eigenen Üben.